über 600 ganz kleine, schon etwas größere und jugendliche Kicker aus Wien, Schopron und natürlich aus dem Burgenland mit 62 Mannschaften geben sich traditionsgemäß am letzten Novemberwochenende im Eusportzentrum in Eisenstadt in Sachen Nachwuchshallenfußball einstellig ein. Veranstalter dieses Hallenmasters 2017 ist der UFC St. Georgen. Dieses Event gibt es übrigens bereits seit 30 Jahren, anfangs vom damaligen SC Eisenstadt und Rudi Ukrinovic inszeniert. Wir zeigen Ihnen nun die absoluten Highlights dieses Mega-Events für nahezu alle Altersklassen. Von den unter 6 Teams bis zu den 15- und 16-Jährigen. Ja! Schuss! Genau, komm, Eli! Den Beginn machen die unter 7 Teams von Leiter Bogusdorf, Bornstein, Eisenstadt, St. Georgen und Schopron. Und da spielen die in den roten Dressen angetretenen Schopronner die Konkurrenz nahezu an die Wand. Patron an die Bande. Tor an Tor erzielen die Gäste des Ungarn und werden damit Gruppensieger der Siebenjährigen vor Eisenstadt St. Georgen oder dem UFC St. Georgen Eisenstadt. Sicher nicht einfach, diese Fußballflöhe an der Stange zu halten. Es ist ganz sicher eine schwere Aufgabe, wenn du den Rückhalt nicht hast von deinen Trainer, von den freiwilligen Helfern, von den Funktionären, kann so ein Turnier nicht funktionieren. Wir brauchen alle Freiwilligen dazu, um so ein großes Turnier vorzubereiten und dementsprechend auch durchzuführen. Der eigentliche Höhepunkt des Hallenmasters 2017 ist das Turnier der unter 16-Jährigen. Mit den Teams der Akademie Burgenland, UFC St. Georgen A, SC Neusiedl, Waldquelle Juniors, SV Mattersburg, UFC St. Georgen B, der Akademie Austria Wien und Villa Vita Pannonia. Die beiden Akademie-Teams aus dem Burgenland und der Austria Wien sind die unter 15 Mannschaften der Bundesliga. Und das erste Tor des 16er Turnieres erzielt der für St. Georgen A spielende Martin Würzner. Nach der 2-1-Führung der Austria im Spiel gegen SVM kracht nun der Tormann der Mattersburger davor, Stöger, und macht hier das 2:2. Ein herrliches Tor vom Tormann. Wunderschön gemacht. Nach diesem 3:3 der Austria gegen das Team des SVM heißt es nun im großen Finale, im alles erwarteten Endspiel der Austria Akademie gegen die Burgenland Akademiker in Grün. Das ist der Hit dieses Turnieres. Die Austria gilt als der große Favorit, doch Hallenfußball ist ja nicht mehr Bandenzauber wie seinerzeit mit Steckel, Prohaska und Co., sondern schon sehr athletisch geworden. Und dabei stellen die Burgenländer ihre tolle Ausbildung in der Akademie unter Beweis. Die Austria tut sich hier etwas schwerer, kommt nur zu wenigen Scoremöglichkeiten. Die Burgenländer aber doch. Schwerer Fehler vom Austria-Keeper und Lukas Burian stellt auf 1:0 für die Burgenländer. Und nur wenige Augenblicke später erhöht Florian Grutzler die Nummer 12 der Burgenländer auf 2:0. Den Violetten bleibt nur mehr in den Schlusssekunden das Ergebnis etwas zu verschönern. Mohamed Aras stellt hier mit seinem Treffer den Endstand von 1:2 her. Und vermutlich haben Sie es aus dem Hintergrund gehört, ein Geschenk. Ja, auch hier war ein Tormannfehler schuld für diesen Treffer. Endstand aber 2:1 für die Burgenländer im Endspiel gegen die Austria Wien. Freude natürlich beim Siegestorschützen. Ja, also wir haben gekämpft bis am Ende. Haben wir es ja verdient. Ja. Ein toller Abend! Ja, war auf jeden Fall erfolgreich. Und noch ein junger Fußballer hat Freude an diesem Mega-Event. Der Sohn von Mitorganisator Jörg Bastianiak, der Fabian. Mir hat es eigentlich gut gefallen. Auch bis das Finale ist halt spannend.
und wir mal zu Austria geholfen, aber dann hat alles besonders spannend aber machen es die Zwölfer. Da heißt es im Finale 1:1 zwischen dem SC Neusiedl am See und der Spielgemeinschaft Heidebohn. Das Reglement aber schreibt eine Satendies-Entscheidung vor. Wobei nach jeder Minute jeweils ein Spieler das Feld verlassen muss oder das Parkett. Doch die Entscheidung fällt bereits in der ersten Minute der Nachspielzeit durch ein Eigentor der Neusiedler und damit wird Heidebohn zum Sieger der Zwölfer. Fehlen noch die putzigen Knirpse aus Eisenstadt St. Georgen oder dem UFC St. Georgen Eisenstadt und aus Kirnbach, die U6. Überragender Spieler oder Spielerin ist da die Nummer 10 des UFC St. Georgen Eisenstadt, Lewandowski. Vom Hallensprecher ganz herzlich genannt Lewandowski. 4 Tore en suite erzielt dieser Knirps für seine Farben und führt damit die Minis aus Eisenstadt St. Georgen zum 6:3 Erfolg über die Klingenbacher. Sein Gegenüber bei den Klingenbachern ist Christian Stenger mit seinen 2 Treffern, die Nummer 14 der blonde Knödel aus Klingenbach. Und hier erzielt der Klingenbäcker Christian eines seiner beiden Tore. Eine ganz große Hoffnung für den angeschlagenen Astrid Klingenbach wächst hier offenbar heran. Auch beim anschließenden 7-Meter-Schießen bleiben die Eisenstädter Gewinner und zwar mit 2:1. Und bravo den kleinen Kickern.